Ich bin Nora, ich bin Abteilungsleiterin am IWIS. Und bevor ich hier angefangen habe, habe ich in der Windindustrie gearbeitet, quasi auf genau dem gleichen Feld, auf dem ich dann hier auch gestartet habe, und zwar Feldmessungen an Windenergieanlagen. Ich konnte hier direkt als Gruppenleitung einsteigen und habe mich dann später weiterentwickelt, habe zu den Feldmessungen dann noch die Wasserstoffaktivitäten dazu gewonnen und bin jetzt zuständig für eine Gruppe, die sich eben mit diesen Messungen an Windenergieanlagen beschäftigt, und einer Gruppe, die sich mit den Wasserstoffaktivitäten beschäftigt und unter anderem hier auch ein Wasserstofftestfeld aufgebaut hat in Bremerhaven, das sogenannte Hydrogen Lab. Zu meinen Aufgaben gehören viele koordinative Tätigkeiten, budgetieren, organisieren, unsere Interessen, also die Interessen unserer Abteilung gegenüber der Institutsleitung vertreten, die Interessen des IWIS gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Und eine wichtige Aufgabe ist natürlich auch, dafür zu sorgen, dass alle im Team sich wohlfühlen und wir eine gute Atmosphäre haben, sodass alle ihre Arbeit gut und gerne erledigen können. Ich habe hier die Möglichkeit, Fragestellungen zu bearbeiten, die ich selbst auch für sehr wichtig und sehr sinnvoll halte. Wenn man hier mit einer Idee um die Ecke kommt und vielleicht direkt einen Lösungsansatz mit im Gepäck hat, dann kann man sich sicher sein, dass man ganz sicher nicht daran gehindert wird, diese Idee auch weiter voranzutreiben. Wichtig ist natürlich, dass man selbst die Zügel in die Hand nimmt und auch proaktiv hinter seiner Forschungsidee steht. Ich würde Frauen in allen Bereichen den Ratschlag geben: Sei selbstbewusst, sei dir dessen bewusst, was du kannst und was du vielleicht auch nicht ganz so gut kannst. Trag dein Können selbstbewusst nach außen, steh für deine Interessen ein und setze deine Ziele beharrlich durch, auch wenn mal ein leichter Gegenwind weht. Hier am IWIS gibt es eigentlich keine festen Rollenbilder, weil Forschung eh immer in Bewegung ist. Und mein letzter Rat ist immer noch: Man sollte Freude daran haben, was man tut, und die gute Laune nicht verlieren.